Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben, und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich stehe gerade direkt vor unserer Lampe, ne? Die Sonne scheint nicht draußen. Es ist sehr trübes Wetter heute im November. So, auf jeden Fall begrüße ich euch zu einem neuen Video. Heute ist Montag. Feline ist zu Hause, denn die Schule hat heute zu. Da ist irgendein pädagogischer Arbeitstag. Und ja, deswegen ist sie zu Hause. Wir sind gerade vom Einkaufen gekommen und ich bin noch nicht vorher dazu gekommen, mich zu melden. Aber das ist ja gar nicht schlimm. Das mache ich jetzt einfach ganz entspannt. Eingekauft haben wir wirklich nicht viel. Ich brauchte unbedingt Weichspüler. Dann unbedingt die Wäscheperlen. Das ist ja für mich ein absolutes Must-Have. Feuchttücher, ein bisschen Aufschnitt und so weiter. Und ich habe mich heute schon aufgeregt im Laden. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Da war vor mir im Supermarkt, also ich war mit Feline an der Kasse, eine alte Dame, ne? Und dann hat sie so die Salami genommen und gesagt, nee, nehme ich doch nicht. Also sie konnte kaum Deutsch und schmiss die einfach an der Kasse in so ein Aktionsregal. Und dann sage ich zu ihr, ich so, Entschuldigung, die muss gekühlt werden, die können Sie da nicht einfach reinschmeißen. Die kann dann heute Abend, kann die dann weggeschmissen werden, ne? Oh, sowas kann ich ja gar nicht ab. Und dann ignorierte sie mich einfach. Ich so, Entschuldigung, Sie müssen die Salami da rausnehmen, die muss gekühlt werden. Dann ignorierte sie mich weiterhin. Und dann dachte ich mir, sagte die Kassiererin, guckte mich dann schon an und sagte dann zu der Dame, können Sie mir bitte einmal die Salami geben, dann lasse ich die wieder ins Kühlfach bringen. Habe ich die dann aus dem Fach geholt, der Kassiererin gegeben. Und dann sagte die Dame, guckte mich an und sagte nur Dankeschön. Ich so, bitteschön. Ich so, das nächste Mal gerne direkt ins Kühlfach. Weil Leute, ich sag's euch, ich bin dafür richtig sensibilisiert worden, ne? Ich kenne so viele Videos tatsächlich, wo Mitarbeiter aus dem Supermarkt abends durch die Regale gehen und zeigen, was die Leute einfach mit Kühlware machen. Die legen die überall hin und die muss komplett weggeschmissen werden. Die Sachen müssen weggeschmissen werden, ey. Und das regt mich einfach auf, ne? Das ging nicht, musste ich was sagen. Also Leute, ganz ehrlich, wenn ihr was nicht wollt an der Kasse, dann sagt es doch einfach der Kassiererin. Ich glaube nicht, dass das ein Problem ist, dass die das an der Kasse lässt, ne? Also echt, ich verstehe. Also manche Sachen werde ich tatsächlich nie verstehen, glaube ich. Wirklich nicht. So, das war jetzt der Morgen schon. Wir haben übrigens 21:15 Uhr. Und ich habe mir jetzt meinen zweiten Kaffee gemacht. Ui, da habe ich es aber gut gemeint. Oh, der ist aber gut voll. Ein bisschen Haushalt muss ich machen, aber nicht viel. Gott sei Dank, die Wäsche wäscht. Ich habe schon eine aufgehangen. Und gleich werden wir uns auf den Weg zu meiner Mama machen. Wir haben uns auch quasi selber zum Essen eingeladen, würde ich jetzt mal sagen, ne? Ist hier auch ganz entspannt, ne? So, und jetzt muss ich mal meine Speicherkarte leeren, denn die blinkt schon. Bei meinen Eltern angekommen. Ich habe die Kamera im Auto vergessen. Habe ich mir erstmal von meiner Mama schicke Schuhe genommen. So. Meine Mama hat schon weihnachtlich dekoriert. So, hast du jetzt deine Puschen an? Sind die neu? Nein. Oh, ich liebe die. Das sind doch die, die wir... Haben wir die zusammen gekauft? Ich weiß es gerade nicht. Hier wird Feuer gemacht. Hier ist meine Mama. Und heute gibt es lecker Essen. Und hier, was machst du? Mein Kind filmt auch heute. Das hat sie zum Geburtstag bekommen, so eine Minikamera. Hier, dann erzähl mal, was du machst deinen Zuschauern. So, auf jeden Fall gibt es heute lecker Chinesisch. Ist das Chinesisch? Ja, ne? Oh, das riecht schon so lecker. Und du? Du bist so süß. Filmst du jetzt auch alles, was Mama filmt? Und das ist hier die Küche. Mal, ob, was sie für einen Kaffee möchte. Einen Kaffee, ein Cappuccino. Welchen Kaffee? Oh, weißt du was? Ich glaube, ich nehme heute mal einen Cappuccino. Kannst du den da oben? Nee, einen daneben? Ja. Ja? Nochmal? Super. So, und jetzt müssen wir einmal Milch machen. Milch! 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 Ja. Du kleiner Ausgewählt. Was tust du, Oma? Oma, wir brauchen die Milch. Mama, das ist doch egal. Du brauchst doch jetzt nicht... Was ist denn? So, möchtest du Start drücken, Schatz? Haben wir den hier? Hier oben in der Ecke? Ja, wenn ich es wüsste, würde ich dich an dich fragen. Feste? Ich weiß nicht ganz genau. Ach ja, so lässt sich's leben. Mein Stiefpapa kocht. Ich trinke Kaffee. So, jetzt erstmal ein bisschen Hecke musiert. Und genieße. Lecker chinesisches Essen. Guten Appetit. So, ich bin jetzt wieder zu Hause alleine. Feline wollte bei meinen Eltern bleiben. Wir haben es aber auch erst 13:30 und ich muss ein bisschen was arbeiten und wollte jetzt für eine Stunde einmal wieder nach Hause ein bisschen was machen.
Und dann kommt meine Mama mit vielen hin, holt uns ab und dann werden wir ein bisschen in den Werrepark gehen, so ein bisschen bummeln. Ich wollte mal gucken, da hat so ein neuer Laden aufgemacht, der ganz viel Halloween-Deko hatte. Und ich weiß, weil sie mir das erzählt hat, dass die auf Weihnachtsdeko jetzt umsteigen langsam. Und dann wollen wir mal so ein bisschen da durchbummeln. Denn Dennis kommt heute nicht nach Hause. Wir haben also einen langen Tag quasi, den wir ein bisschen füllen müssen. Der ist nach der Arbeit beim Training. Genau, ich werde jetzt erstmal ein bisschen was arbeiten. Ich habe mir einen großen Latte Macchiato gemacht und in einer Stunde kommt dann schon die Familie. Gibt übrigens noch unbedingt etwas, was ich euch zeigen wollte, denn ich habe endlich mal wieder eine neue Hundedecke bestellt für Bryce bei Z-Stoff. Kennt ihr ja wahrscheinlich alle, bin ich schon viele Jahre Kundin und die haben jetzt neue Varianten mit Schwarz. Ich bin so verliebt, also guckt euch das an. Ich habe noch zwei andere Sachen bestellt. Die ist auch wirklich super robust. Die andere halt richtig lang gehalten. Die ist relativ dick und hier unten noch so ein Fließstoff. Also perfekt für die Hunde geeignet. Ihr könnt ja bei Z-Stoff komplett alles individualisieren. Von den Farben her, von den Namen her und so weiter. Das ist richtig, richtig cool. Ich liebe diese Hundedecke, weil Bryce hat ja sein Körbchen. Aber er hat auch noch zwei, drei andere Stellen im Haus, wo er gerne liegt und da lege ich ihm dann gerne immer was drunter. Gerade wenn er so ein bisschen, ja, nass ist, ne, dann ist das immer ganz gut. Ich liebe ich über alles. Jetzt zeige ich euch wahrscheinlich die schönste Kuscheldecke, die ihr jemals in eurem ganzen Leben gesehen habt. Und zwar habe ich die für meinen Neffen gemacht zum Geburtstag. Ach, wo ist denn jetzt der Name? Wartet, wartet. Hier. Also erstmal können wir über die Farben sprechen. Also, hier steht Lenny drauf, handgenäht, eine XXL Kuscheldecke. Es gibt auch bei Z-Stoff Krabbeldecken. Das hier ist eine XXL Kuscheldecke, guckt mal bitte, mit so ganz weichem Teddystoff. Und die habe ich in dieser Farbkombi gewählt. Leute, bitte guckt euch, ich kriege die gar nicht, glaube ich, drauf. Bitte guckt euch diese Farben an. Ich habe noch nie eine schönere Decke gesehen als diese. Ich werde die versuchen, euch jetzt mal auszubreiten. Und auch diese könnt ihr euch bei Z-Stoff komplett individualisieren lassen. Ihr könnt noch Patches drauf machen. Die haben ganz viele verschiedene süße Bilder, Tiere, Heißluftballons. Ihr könnt ganz viele verschiedene Farben nehmen, mit Name, ohne Name, wie ihr möchtet. Und ich habe mich für diese Farben entschieden, weil ich es einfach so schön finde. Ich weiß, meine Schwester wird wahrscheinlich ausrasten. Und dazu unten dieser Teddystoff. Wie gesagt, es gibt auch noch super schöne Krabbeldecken. Mädels, holt euch die Musselin-Stofftücher, also die Musselintücher von Z-Stoff. Es ist für mich das Beste, was ihr nehmen könnt. Die sind auch alle handgefertigt. Und hier habt ihr dieses wunderschöne, hier habt ihr das wunderschöne Emblem drauf. Und ich liebe die, weil ich mache mir die immer so zum Dreieck. Und gerade jetzt bei der Kälte, es ist einfach wirklich, wirklich perfekt. Ich liebe die so sehr. Für den Winter einfach super gut kombinieren. Ich liebe das so sehr. Also es ist auf jeden Fall auch dieses Mintgrün geworden. In Weiß, Grau und so einem schönen Rosa. Und ich sag's euch, für die, die auch so gerne wie ich schwarz anziehen, ist so ein Dreieckstuch echt schön. Es wertet auf und es hält schön warm und es erdrückt mich nicht so. Wisst ihr, wie ich meine? Schaut gerne mal vorbei. Ich bin wie immer sehr, sehr, sehr zufrieden mit meiner Bestellung. Ich verlinke euch alles unten in der Infobox. Ihr bekommt 10% Rabatt auf alles. Ja, mit dem Code LINDAZSTOFF10. Schaut gerne vorbei. Ich verlinke euch alles und ich bin mir sicher, gerade so zu Weihnachten und Nikolaus werden da einige sehr, sehr glücklich werden. So, ihr Lieben, wir sind wieder zu Hause vom Werrepark. Ich hatte jetzt die Kamera nicht mit, weil ich einfach keine Lust hatte, so viel rumzutragen. Aber ich habe richtig coole Sachen geholt für meinen Adventskranz. Nanunana. Also richtig, richtig cool. Ich zeige euch alles. Bin ich im Fokus? Ich glaube ja. Brezel. So, auf jeden Fall. Ich fange mal an. Ich zeige euch mal mein diesjähriges Weihnachtsgesteck. Also meinen diesjährigen Weihnachtskranz. Das ist dieser hier. Und da habe ich eine Lichterkette drum gewickelt. Das sieht dann so aus. Tannengrün geholt. 4 Stück. Die kann man auch richtig gut biegen. Die werde ich dann hier reinarbeiten. Die haben gerade mal 2,95 € das Stück gekostet. So, und dann habe ich mich
für diese Variante an Kugeln entschieden. Ihr wisst ja, ich habe ja mitgekriegt, ich bin momentan so auf beige Samt. Und die fand ich echt schön, um die da rein zu interpretieren. Wollte ich gerade sagen, rein zu machen. Und dann sind es tatsächlich diese Kerzen geworden. Ich habe mich für so ein beige, ja beige-braun entschieden. Und nicht weiß, weil ich finde das einfach optisch so schön. Und ich bin gerade glücklich, dass die Kerzen da perfekt reinpassen. Ich war mir nämlich erst nicht sicher, aber eigentlich sind solche Sachen ja alle gefühlt genormt. Ja, und so sieht das Ganze jetzt aus. Also das Licht bzw. die Farben der Kerze kommt ganz gut rüber, muss ich sagen. Ich stelle euch mal ein bisschen dunkler, aber ich mag das. Ich mag das, ich mache das mal so ein bisschen, ich mache mal ein bisschen heller. Ich mache das jetzt mal so ein bisschen fertig und dann zeige ich euch das Ergebnis. Okay, Zwischenergebnis gefällt mir überhaupt nicht. Bin gerade auch schon leicht eskaliert. Ich habe mir das ein bisschen leichter vorgestellt. Ich brauche unbedingt Draht. Man kann die hier zwar so biegen, aber nicht, wie es mir gefällt. Und ich hätte das gerne richtig schön, wie ihr sehen könnt, so quasi in den Metallstreben so verbunden. Aber so gefällt mir das wirklich noch gar nicht. Das sind mir auch viel zu große Lücken. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Und vor allen Dingen brauche ich Draht, habe ich jetzt gemerkt, um diese Kugeln da auch zu befestigen. Aber so an sich, das Farbkonzept gefällt mir ganz gut. Aber so kann ich da jetzt gerade nicht weitermachen. Was habe ich bitte für ein fleißiges Kind? Sie saugt einfach. Ich hab schon die ganze Büro gesaugt. Hör mal an, wie schmutzig der war. Boah, ja, Entschuldigung. Hast du gut gemacht. Ja, Bryce mag ja immer noch keinen Staubsauger. Aber sie saugt jetzt hier mal eben komplett alles. Jetzt durch, Bryce. Tut mir leid, ich bin quatsch. Ohoho. Du magst immer noch keine Staubsauger, ha? Aber die tun dir nichts, Spatz. Die tun dir wirklich nichts. Süß macht sie das. Ich habe heute Abend noch ein Gespräch mit unserem Geschäftspartner und deswegen werde ich mich jetzt hier aus dem Vlog verabschieden, weil ich muss noch ein bisschen was vorbereiten. Entschuldigt. Ich muss noch ein bisschen Haushalt machen und so weiter. Ja, ich hoffe aber sehr, das Video hat euch gefallen. Lasst mir wie immer gerne Feedback da. Ihr wisst, wir lieben euch. Also passt auf euch auf. Bis dann.